sehen das mittlerweile anders und fordern eine neue Aufklärung des 11. September 2001. Ja? Es ist in der Tat so, Osama Bin Laden hat seinerzeit für die CIA in Afghanistan gegen die Russen gekämpft. Die Monster, die wir immer zu bekämpfen gedenken, gegen das Völkerrecht, muss man dazu sagen. Denn der Krieg, den auch wir Deutschen in Syrien führen, ist ein illegaler Angriffskrieg. Ein Kriegsverbrechen unserer Regierung. Aber kein Medium schreibt darüber. Das ist die Tatsache. Wir werden genauso wie damals im Dritten Reich im Glauben gehalten, dass die Kriege, die von Deutschland ausgehen, schon irgendwie gerecht seien. Ja? Und der Grund, warum ihr da überhaupt nicht drüber nachdenkt oder viele von euch da nicht drüber nachdenken, ist der, dass in den Medien immer nur das Gleiche zu sehen ist. Ja? Und dieses immer Gleiche, das ist das Zeigen von Krieg als Legitimation. Wir sind ja die Weltpolizei, wir wollen ja nur helfen. Über 200 Militärbasen der US-Amerikaner in der Welt sprechen allerdings eine gegenteilige Sprache. Wenn man guckt, dass die Russen gerade mit 5 verschiedenen Militärbasen weltweit unterwegs sind und die Amerikaner über 200 besetzen, sprechen die Zahlen eine klare Worte, muss man da ganz klar sagen, ganz klare Worte. Denn 200 Militärbasen kosten Geld und die unterhält man nicht einfach so aus Spaß, sondern die unterhält man, weil man Länder überfällt und sie ausbeutet. Die Taktik der im Irak ist es gewesen, das war die Taktik eines General Petraeus, zu spalten. Das heißt, nachdem man den Irak feindlich übernommen hatte, hat man sowohl die sunnitischen als auch die schiitischen Terrorgruppen mit Waffen und Geld unterstützt. Und seitdem bombardieren immer noch im Irak sich Sunniten und Schiiten gegenseitig, während US-amerikanische multinationale Konzerne wie Halliburton das irakische Öl aus dem Boden klauen. Nein, das ist unsere Demonstration. Aber du hast in Deutschland die Möglichkeit, eine eigene Demonstration anzumelden. Und wir haben auch nicht mehr sehr viel Zeit. Deshalb möchte ich meine Standpunkte noch zu Ende bringen. Du kannst mir aber kurz sagen, was du mir sagen möchtest. Du kommst aus Bagdad. Okay, alles klar. Nein, wir haben nur begrenzte Zeit und das ist unsere Demonstration. Aber sag's mir. Also ich fick dich ist eine Aussage, die ich nicht so gerne höre, wenn du die zu meinen Leuten sagst. Deshalb würde ich dich jetzt bitten, wirklich zu gehen. Ich werde mir deine Geschichte anhören, aber wenn du sagst, ich fick dich, dann ist das nichts, womit ich was zu tun haben möchte. Ja? Tschüss! Ja. Tschüss! Ja, alles klar. Okay. Also der junge Mann kennt das im Irak, er ist mit Sicherheit einer der Leidtragenden der imperialistischen Politik der US-Amerikaner, die immer wieder sich eingemischt haben. Erst Saddam Hussein etabliert haben, dann Saddam Hussein abgesetzt haben, letzten Endes jetzt dafür sorgen, nach der Agenda von Petraeus, dass im Irak Sunniten und Schiiten sich gegenseitig immer noch bombardieren, während das Öl, das Eigentum des irakischen Volkes außer Landes geschafft wird und die Taschen multinationaler Konzerne füllt. Ja, man hat Syrien bombardiert, nicht nur Syrien, sondern auch Libyen, 90.000 Tote, einen vorbildlichen Sozialstaat unter Gaddafi kaputt gemacht, den Erdboden gleich gemacht, 10.000 Dollar Familiengründungsprämie gab es bei Gaddafi. Die wenigsten wussten das, dass es ein Sozialstaat gewesen ist, der sehr ausgefeilt war und der unser Sozialsystem, ja, wenn hier Kinder auf die Welt kommen, dann gibt es einen feuchten Arschtritt und 120 Euro Kindergeld. Das ist ein Witz gegen das, was Gaddafi gemacht hat, aber er war ja der böse Diktator. Sein Versagen war allerdings nicht, dass er einen Sozialstaat in Libyen aufgezogen hat, sondern er wollte vom IWF nicht diese Wassereinsalzungsanlagen kaufen, sondern hat gesagt, ich werde mit eigener Technik die unterirdischen Seen Libyens als Trinkwasserversorgung erschließen. Das findet der IWF nicht gut, denn da steckt wieder amerikanisches Geld drin und jeder, der beim IWF für so einen Bau einen Kredit aufnimmt, der ist hinterher Sklave, weil diese Kredite so formuliert sind, dass man sie nicht zurückbezahlen kann und dann schmeißen sich die multinationalen Konzerne über die Länder und beuten alles aus, so wie es jetzt auch im Augenblick in Griechenland passiert. Ja? Diese imperialistische Kriegspolitik, die unsere Regierung seit jeher mitträgt und sich jetzt mittlerweile auch immer stärker mit Waffen involvieren lässt, wie mit den Tornados unseren Fregatten in Syrien, wo wir nichts verloren haben. Laut unserem Grundgesetz haben wir eine Verteidigungsarmee, das heißt, wir haben die Grenzen Deutschlands zu verteidigen und nicht mit unserem Kriegsgerät die US-Amerikaner dabei zu unterstützen, ihnen zu sagen, wo sie ihre Bomben in Syrien auf Assad und seine Bevölkerung abwerfen sollen.
Dieses Faktum wird nicht beherzt in unserer Bevölkerung. Die Leute laufen vorbei, allenfalls beschweren sie sich noch, wir haben so viele Flüchtlinge hier. Aber die Antwort darauf lautet, diese Flüchtlinge sind hier, weil wir, die dekadente westliche Welt mit ihren riesengroßen multinationalen Konzernen, diese Kriege forcieren und antreiben, um diese Länder letzten Endes auszurauben und bankrott zu machen. Das ist der Grund, warum Flüchtlinge hier hinkommen und das ist der Grund, weshalb wir auf der Straße stehen. Wir wenden uns nicht gegen Flüchtlinge, wir wenden uns nicht mal gegen die Pegida-Leute, denn sie sind einfach nur zu blöd, auf Deutsch gesagt, die Hintergründe zu verstehen. Wir wollen auch Pegida-Leute auf unserer Friedensdemonstration sehen, genauso wie Linke mit T-Shirts, wo Refugees Welcome draufsteht, was eine Selbstverständlichkeit ist, aber nicht der Satz der Stunde. Refugees Welcome ist nicht der Satz der Stunde. Niemand sollte ein Refugee sein. Niemand sollte ein Flüchtling sein. Jeder sollte da leben können, wo er ursprünglich lebt. Und wenn wir, die NATO, endlich aufhören, unsere Bomben in diesen Ländern abzuwerfen, dann haben wir ein wunderbares Ergebnis und das lautet, es gibt keine Flüchtlinge mehr. Pegidas brauchen sich nicht mehr zu beschweren, Linke nicht und die Flüchtlinge erst recht nicht. Und die sind da, wo sie am liebsten leben würden. Und gerade bei den Syrern ist es so, dass größtenteils wirklich ein Braindrain betrieben wird.